Wenn wir die Renditen des letzten Jahres anschauen, die sind besonders wegen der gut laufenden Börsen sehr gut gewesen. Wir reden von 11% in der dynamischen Linie, von 4%, über 4% in der ausgewogenen Linie. Und leider die garantierte Linie hat natürlich null Rendite gebracht, weil die Zinsen, wie alle wissen, negativ sind. Diese negativen Zinsen haben natürlich auch das Ergebnis der ausgewogenen Linie etwas gedrückt, weil die Hälfte der Investitionen in der ausgewogenen Linie logischerweise Obligationen sind. Aber wenn wir jetzt die Renditen anschauen auf lange Zeiten, 20 Jahre, so sind diese Renditen immer besser gewesen als die Abfertigung und deswegen können die Leute durchaus zufrieden sein mit den bisherigen Renditen. Wir haben aber jetzt ein schwieriges Jahr vor uns. Alle wissen, die Inflation ist gestiegen, die Energiepreise steigen, wir haben Kriegsgefahr in Russland, Ukraine. Also es sind einige Dinge, die uns natürlich schon zu schaffen machen. Und die Börsen dürften im laufenden Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn die Zinsen steigen, nicht unbedingt positiv verlaufen. Aber wir sollten unseren Eingeschriebenen sagen, sie haben ja einen Pensionsfonds unterzeichnet und das heißt eine langfristige Vision. Sie müssen nicht der Börse nachlaufen, sie können drinnen bleiben. Im Gegenteil, Sie profitieren, wenn Sie jetzt bei fallenden Börsen investieren, von billigeren Preisen und haben später eine höhere Rendite. Also auch das ist positiv zu sehen. Wenn wir schwierige Zeiten haben, muss man als Pensionsfondsinhaber nicht unbedingt die Linie wechseln. Was uns aber schon wichtig ist, dass man kontrolliert, in welcher Linie man sich eingeschrieben hat. Viele wissen nicht einmal, in welcher Linie sie eingeschrieben sind. Wenn ich so mit Leuten rede, sagen sie, ich bin im Benz-Plan dabei, aber Benz-Plan ist nicht die Laberfond-Linie, in der einer eingeschrieben ist. Und wenn ich ihnen dann sage, schaut's nach, dann fragen sie, wo. Und deswegen ist wichtig, dass man nachschaut, in welcher Linie man eingeschrieben ist und kontrolliert, ob man in der richtigen Linie eingeschrieben ist. Wer hingegen nahe der Pension ist, sagen wir 2 bis 3 Jahre vor Pensionierung, sollte unbedingt absichern, was er bisher erreicht hat und in die garantierte Linie sich bewegen, einschreiben lassen. Die anderen können ruhig weiterbleiben in der ausgewogenen, in der ethischen oder in der dynamischen Linie und dort die Aktienrenditen mitbringen. Ein anderer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, sind die Spesen. Unsere Mitglieder zahlen ja praktisch eine Eintrittsgebühr pro Jahr in der Linie. Aber insgesamt pro Jahr mit dieser Eintrittsgebühr zahlen Sie 0,33%. Als geschlossener Fonds sind wir sehr günstig und durchwegs 1% günstiger als offene Fonds, als die sogenannten BIP. Und wenn man das kapitalisiert und hochrechnet auf 30, 35 Jahre, die einer einzahlt in einem Fonds, so habe ich mir das ausgerechnet, bei 600 € pro Trimester. 4 Trimester sind 2.400 € pro Jahr, dann ergibt das in 35 Jahren eine Kapitaldifferenz von über 34.000 €. Und das ist schon wert, dass man darüber nachdenkt, ob man in einen geschlossenen Fonds einzahlt oder einen offenen. Das ist also meine Botschaft: Nachschauen, in welcher Linie, auf die Spesen achten und wenn die Märkte heuer schlecht gehen, keine Panik.